Hey ho und hallo in Geldjunkies Hardware-Ecke. Heute wird umgebaut. Das Wichtigste der Ryzen 5950X. Ja, hat eine Stange Geld gekostet. Hätte ich mir eigentlich nicht leisten können, aber wer aufgepasst hat, da hinten direkt unterhalb vom Petromax Hut ist immer mein Spielautomat gestanden. Ja, den habe ich aufgeopfert dafür. Wer die Preistreiberei von den Händlern nicht so extrem, hätte ich mir gleich noch eine M2 SSD, eine schnellere dazu geholt, auch von Samsung. Ja, ich glaube, die ist momentan noch gar nicht lieferbar. Irgendwie ist das mit den ganzen Hardware-Geschichten gerade so. Aber die wäre dann reingekommen, wäre eine PCI Express 4, irgendwie sowas. Wäre auf alle Fälle schneller als die, was drin ist, weil die, was drin ist, soll dann unten rein. Naja, egal. Was machen wir noch? Für die Preistreiber. Nein, doch, aber einer von denen wird verbaut. Wie, was, werdet ihr noch sehen. Dann werden wir die hier wahrscheinlich mit verbauen, so wie es aussieht. Den RockAuer Terminal, weil es ja nicht funktioniert, so wie ich mir das vorgestellt habe, wegen der Software, kommt er wieder raus. Der wird dann ja irgendwann einmal dem ursprünglichen Sinn, für was sie das Ding eigentlich gebaut haben, zugeführt, sprich Monitor Hintergrundbeleuchtung, auch sehr geil. Und statt dem hier kommt dieses kleine Steuerteil von Fractal Design rein, was ja beim Tower dabei war, wo ich dann meinen unteren Bereich den Effekt zuführen kann, den ich eigentlich haben wollte. Damit wäre dann nämlich dieses Effektproblem gelöst. Ja, vielleicht noch nicht so ganz, aber zu 90%. Ja, was ich noch mache, Moment, ich schraube hier gerade mal das Seitenfenster auf. Dann schmeiß erst einmal die Schraube runter. Scheibenputzen, ganz wichtig heute. Wir werden die Wasserkühlung, den Radiator, der was hier drin steckt, in die Front verbauen. Im Zuge dessen werde ich auch die Lüfter vorne reinsetzen. Die sind zwar, ich glaube, das sind 120er und das andere sind 140er. Ja, etwas kleiner, aber die haben einen wesentlich höheren statischen Druck als die von Fractal. Und ja, jeder, der sich ein klein bisschen auskennt, weiß, wenn man durch einen Kühler, durch Lamellen durchpusten will, braucht man einfach einen höheren statischen Druck. Deswegen kommen die rein. Ich habe auch schon überlegt, die einen vorne, die anderen hinten, aber würde hier wahrscheinlich keinen Sinn machen. Bräuchte man gleiche Lüfter, aber naja, gut. Also wie gesagt, Radiator in die Front rein, die CPU, die Belüftung anders machen. Von den vorderen kommt wahrscheinlich einer oder zwei ganz unten rein, aber das sehen wir alles im Laufe des Videos. Grundsätzlich habe ich jetzt alles euch verklickert. Ja, oben soll ja die Scheibe wieder rein. Das Ding kommt dann weg, dass man eben von oben auch schön reingucken kann. Und ja, dann hätte ich jetzt mal gesagt, fange ich an mit der Wasserkühlung zum Ausbauen komplett. Wohlgemerkt komplett. Und dann geht es mit den restlichen Sachen so nach und nach weiter. Oder fange ich woanders an? Ich weiß es nicht.
Genug gelabert, ich leg los, ich hole euch ab und zu wieder dazu, wenn es halt immer was Interessantes zu sehen gibt. Ich glaube jetzt hier so beim Zerlegen, ich hole euch mal ran. Hier jetzt direkt beim Zerlegen von der Kiste muss ich euch jetzt nicht dazu holen. Grafikkarte raus. Oh Mann, hey. Der Pumpenkopf, der Kühlkopf von der CPU direkt komplett raus, inklusive Radiator und Lüfter. Die Frontlüfter alles raus. Dann auf der Rückseite. Oh Mann, Scheibe wegmachen. Wird hier komplett umgebaut. Also hier diese Steuereinheit kommt wieder raus. Die 1 TB Festplatte fliegt auch raus. Die brauche ich nicht oder nicht mehr. Hier habe ich noch so einen kleinen Adapter Nikesets gehabt für USB. Und naja, schauen wir mal, was alles raus kann, was drin bleibt. Und Leute, ich lege jetzt einfach los. Ich muss eh einiges zerrupfen und ummodeln und hin und her. Ja, ich lege mal los. Leute, ich habe schon gesagt, ich habe mir im Frühjahr diese RTX 2070 OC gekauft und ich würde mal sagen, mir persönlich reicht die noch eine Weile. Ich sehe es jetzt nicht ein, dass ich mir jetzt auch noch eine neue Grafikkarte kaufe und naja, deswegen gibt es zum Grafikkarten bei mir momentan kein Video. Eine Zeit wird noch kommen. Hier sieht man jetzt auch schon den Unterschied, was ich gemeint habe, dass die Lüfter halt kleiner sind. Da haben wir hier halt dann an Rand frei, aber hilft nichts, da die einen wesentlich stärkeren statischen Druck haben als die hier. Tja, ist halt so. Kann man nicht ändern. Und das Beste ist, wenn man sowas macht, so einen riesen Totalumbau, am besten so viel Kabelsalat wie möglich gleich wieder rausrupfen und später dann alles neu aufbauen, weil ansonsten nimmt das Kabelchaos wirklich überhand und so kann ich jetzt schön Stück für Stück dann später wieder neu aufbauen. Also das erste, was jetzt dann passieren wird, wird, wenn ich ihn erst einmal soweit zerlegt habe alles, wird dann der Prozessor und die Wasserkühlung sein zum Einbauen. Dann eventuell unten noch ein Lüfter mit Sicherheit und ja, und so weiter und so fort. Aber was ich noch festgestellt habe, die Fraktallüfter sind mal richtig geil. Die sind hier sogar schon von Haus aus Gummi gepuffert, Gummi gelagert. Also geile Sache. Gut, zerlege ich weiter und dann geht es auch schon mit dem Zusammenbau wieder los. So Freunde, und jetzt nehmen wir die CPU raus. Also der 3700er war echt eine hervorragende CPU. Wird auch noch weiterverwendet werden, eben im Tai Chi, da wo ich ihn mir entliehen habe. Und das hatte ich ja schon gesagt, da werde ich noch einen PC, einen neuen,
einen neuen alten für meinen Schatz zusammenbauen. So. CPU wieder hier rein. So, dann haben wir nämlich die CPU schon aufgeräumt. Und jetzt kommt gleich der Ryzen 5000 rein. Ha, krass geil. Ja, Leute, ich find's einfach nur geil. Einmal wollte ich mit der CPU auch ganz, ganz vorne dabei sein. Ja, und diesen Traum habe ich mir jetzt erfüllt. Bis jetzt waren meine CPUs, ja, nicht immer die ganz taufrischesten und neuesten. Aber dieses Mal habe ich mir wirklich das Flaggschiff gegönnt. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich es wirklich getan habe. Aber es ist so, ich habe es getan. Jetzt setzen wir die Made hier ein. Drin ist er. Und nachher dann wird... Jetzt schraube ich zuerst einmal den Radiator wieder fest mit der Lüfter. Und dann machen wir da gleich den Kühlkörper drauf. Und dann können wir weiter aufbauen. So Leute, jetzt habe ich die ganze Lüfterorgie ganz nach oben, damit man hier unten vorne ja, den 140er reinbringen und dahinter nochmal einen. Also habe ich zwei von den Fraktallüftern unten drin. Also sprich, hier und hier kommt dann einer von den Fraktallüftern rein. Und bevor ich da aber jetzt weitermache, hier habe ich noch so eine Wärmeleitpaste. Die habe ich, glaube ich, letztes Jahr oder wann gekauft. Sollte noch gut sein. Die werde ich verwenden. Hierbei scheiden sich die Geister, ob dann ein Pünktchen in der Mitte und dann den Kühlkörper draufdrücken. Drei Pünktchen, fünf Pünktchen. Ja, oder sonst was. Ich werde Wärmeleitpaste auf die CPU tun, schön gleichmäßig verstreichen und dann den Kühlkörper draufsetzen. Das mache ich als nächstes, nachdem ich jetzt vorne eben mit meinem Schatz erst einmal ordentlich Brotzeit gemacht habe. Jo, genau. So schaut's aus und naja, für euch ist es ein Schnitt. Jo, dann wollen wir mal. Also das ist jetzt was, da bin ich mir meistens auch nicht ganz so sicher, wie viel und naja. Ich glaube, da geht es aber mehreren so. Tun wir erst einmal das Zeug schön verstreichen. Wahrscheinlich habe ich wieder viel zu viel drauf gewuchtet. Eine kleine Spachtel könnte man natürlich auch nehmen, wäre vielleicht auch nicht unbedingt verkehrt. Aber ich mache das halt jetzt mit so einem Ohrenputzer. Ja, und dann ziehe ich die noch ein bisschen nach. Und dann wäre der Pumpenkopf, der Kühlkörper, auch schon wieder montiert. Jawohl! Gut. Hier auch gleich wieder draufstecken. So. Halt, den hatte ich da unten doch gepopelt. Das letzte Mal. Einfach, dass ein bisschen das Kabel aufgeräumt ist. So, und schon haben wir das Kabel ziemlich schön versteckt.
Das werden wir hier wieder mit vorsichtig hinmachen. Ja. Das ist das Dings, USB-Kabel. Kann man auch gleich wieder mit hin. Das läuft auch hier unten entlang. Ja, dann kann ich das Kabel jetzt und das Schlauchpaket als erstes mit ein paar Kabelbindern ein bisschen sichern, dass das so sauber drin hängen bleibt. Jawohl, ja. Die Kabel zur Grafikkarte weiß ich jetzt noch nicht, ob die nachher hier unten entlang weiter durchgehen oder dann hier oben. Das werde ich nachher dann entscheiden. Aber jetzt mache ich zuerst die anderen zwei Lüfter unten rein. Und was ich jetzt noch beschlossen habe, die drei Fraktallüfter. 1, 2, 3. Ja, schließe ich einfach so mit ans Mainboard an. Ja, dann kann ich die nämlich sauber übers Mainboard steuern, so wie ich das haben möchte. Und die vorderen Lüfter gehen ja eh über die Lüftersteuerung. Ja, vom Kühlkörper, ganz genau. Mache ich jetzt so. So Leute, von der Seite wäre jetzt das meiste drin. Die SATA-Kabel, die fehlen jetzt noch. Die kommen nachher von hinten wieder durch. Hier das für den RGB. Das Kabel fehlt noch. Die unteren hier sind alle dran wieder. Hier habe ich jetzt den Kabelsalat, ja, von den unteren Lüftern. Die habe ich gleich mit Isolierband fixiert, gesichert, dass die nicht auseinanderrutschen. Hier vorne drin unten habe ich jetzt noch den RGB-Streifen mit rein, der vorher oben war. So, da muss jetzt dann noch der Stromanschluss hin. Und wo haben wir es? Dieses Steuerteil will ich jetzt auf der Seite vorne hier oben mit so drauf machen. Also wenn ich es mal ändern will, dass ich einfach die vordere Türe aufmache und ja, dass ich es dann verstellen kann. Also sprich nur den unteren Bereich, alles was hier unter der Abdeckung ist. Aber jetzt kommt die Abdeckung, passt ja hier jetzt nicht mehr rein wegen dem Radiator. Ja, sprich, ich werde mir Abhilfe schaffen, werde mir das jetzt ausmessen und werde dann entsprechend das Blech hier zurechtschneiden. Ja, und dann kann man das wieder neu machen, die Kabel noch sauber unten reinbinden. Und ach Mann, wo habe ich es jetzt schon wieder hingeschmissen? Ja, das Ding hier dann auch schön oben drauf mit doppelseitigem Klebeband oder was anderen fixieren. Ja, und dann wäre das auch soweit. Langsam, aber sicher. Den hier habe ich auch schon alles verkabelt. Ja, es wird wieder. So Leute, das Teil wird zugeschnitten. Schauen wir mal schnell, ob man so auf die schnelle Freihand mit einer Hand reinkriegen. Ach, ich muss die Cam weglegen. Und siehe da, es passt so wunderbar rein. Wunderbar. Dann kann ich mir jetzt überlegen, wie ich das Teil hier festmache. Mit dem Kabel komme ich ja hier ohne Probleme durch. Und ja, das andere Kabel dann dadurch oder so ähnlich. Und dann tü. Ja, geht's gleich weiter. Die Kabel unten sauber einbinden, das Ding festmachen, ja, und dann kann ich mit dem Rest weitermachen. Tede, drin ist es. Jetzt kann ich, wenn ich es unten drin verstellen will, vorne das Türchen aufmachen, beziehungsweise das Seitenteil aufmachen, und dann kann ich das direkt hier dran verstellen, so wie ich das haben will. Und zwar genau den unteren Bereich. Alles, was unter diesem Gitter ist. Geil. Gut. Dann werde ich jetzt so langsam die Kabel einziehen, die Stromkabel einziehen.
Naja, und so weiter und so fort. Also hier hinten, das ist wirklich sehr übersichtlich geworden, der Kabelsalat. Bei Weitem nicht mehr so schlimm wie vorher. Den Lüfter habe ich hier raus, die Lüftersteuerung. Braucht man ja nicht. Jeder Lüfter hat am Mainboard seinen Platz. Hier habe ich einen kleinen RGB-Hub rein. Ja, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, aber wir haben halt und sollte ich, Moment, jetzt das blöde Ding flacken. Jetzt, sollte ich das Bedürfnis haben, diesen LED-Streifen noch zu verwenden oder den hier, kann ich die jederzeit hier noch anklemmen und habe keine Probleme. Ja, wer weiß, vielleicht mache ich ja wirklich hier auf die Rückseite noch einen rein. Auf der Vorderseite ist hier unten drin einer. Da sieht man runterkommen. Und naja, erst einmal gucken, wie die Beleuchtung rüberkommt. Und dann kann ich mich noch entscheiden, ob ich noch was rein mache. Aber jetzt alle Stromkabel angeschlossen. Ich hoffe, das waren alle. Die hier gehen zur Grafikkarte. Die Festplatte, die anderen zwei sind schon angesteckt. Ja, dann sollte es soweit sein. Netzteil rein. Die Kabel noch sauber reinlegen. Grafikkarte rein. Dann kann ich noch die Kabel sauber verlegen. Dann noch die SATA-Kabel. Also 1, 2, 3. Eventuell gleich noch ein viertes. Und mehr brauche ich ja nicht mehr hier hinten. Und naja, dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Geil. So Freunde, von hinten jetzt bloß noch die Stromkabel für die Grafikkarte. Die werde ich jetzt gleich einsetzen. Ja, und dann die anderen Kabel einfach hier unten noch ein bisschen sauber reinbinden. Und dann hoffen, ja, dass die Klappe, der Deckel sauber drauf geht. Eventuell hier noch etwas flacher, aber das sehe ich nachher dann. Hier habe ich noch ein RGB-Band rein, also von hinten an der Seite, wo der Tower zum Tisch hin steht. Aber egal, da leuchtet es dann wenigstens ein bisschen raus. Und naja, umdrehen, Grafikkarte einsetzen, weiter geht's. Und wie spät haben wir es eigentlich schon, verdammt? Oh, 13:30, ich werde wahnsinnig. Ja Leute, im wahrsten Sinne des Wortes, Stunden später sind wir mit der Seite eigentlich jetzt soweit fertig. Fast fertig. Oben kommt jetzt gleich noch der Glasdeckel wieder rein. Noch ganz neu. Einzige Teil, was ich wahrscheinlich jetzt am Glas nicht putzen muss. Die anderen Seitenteile werde ich nachher noch putzen. Und die Front. So, die Kartierung hat das jetzt neu. Klick. Geil. Jetzt kann ich von oben auch schön reingucken. Wunderbar. Und Leute, ihr erinnert euch am Anfang vom Video. Und jetzt kommt die Auflösung. Der hier, naja, zu hoch, passt nicht. Habe ich aber gewusst. Und deswegen habe ich mir nochmal einen kleineren machen lassen. Und den kann man hier unten jetzt reinschieben. Und dann sollte er genau in die Rille einrasten. Wo haben wir denn? Klick. Und dann wäre er hier eingerastet. Ja. Der Stinkefinger ist der Grafikkartenhalter. Oder auch die Grafikkartenstütze. Gut, die Seite kann ich jetzt rein theoretisch zumachen. Ja, zum Vortragen werde ich auch zumachen.
nachher nochmal aufmachen, um die Lichter einzustellen. Ja, ich hoffe, dass alles funktioniert. Und jetzt muss ich dann bloß noch wohlgemerkt, auf der Rückseite die Kabel so weit unterbringen, dass ich den Deckel sauber zumachen kann, was eigentlich gar kein Problem sein sollte. Hoffe ich zumindest, weil so viel Kabel wie beim letzten Mal sind es nicht mehr. Und ja, danach kann ich ihn vortragen und anschließen. Aber jetzt stecke ich ihn noch fertig zusammen und dann zeige ich es euch noch mal kurz. Tadam, es wäre geschafft. Ja, momentan sieht man noch nichts, ist noch nicht eingesteckt und belichtet. Was ich allerdings jetzt schon weiß, was mich gnadenlos aufregen wird, ist, da ja die Lüfter hier kleiner sind, der Rand, der wird durchscheinen und entweder klebe ich damit Klebeband zu oder ja, ich bastel mir irgendwie einen Rahmen oder, also genau um die Lüfter ringsrum. Aber das werde ich dann noch sehen. Und Leute, ich täte mal sagen, ich trage das Ding jetzt vor, stecken an und dann, wenn ich das erste Mal mit dem Ryzen 9 5950X einschalte, hole ich euch einfach mit dazu und dann gucken wir mal, ob er läuft und ja, hoffen wir mal das Beste, dass ich dieses Mal nicht wieder irgendeinen Stecker vergessen habe oder so. Leute, es ist soweit. Ja, hier unten mein ganzer Kabelkrusch, ich weiß gar nicht, ob man jetzt sehen kann, habe ich mir hier schon so eine Halterung gekauft, die kommt unter den Schreibtisch drunter. Und dann werde ich hier mal komplett nach Ordnung machen. Ah, Netzteil einschalten. Uiuiuiui. So, da lichtet schon mal was. Und jetzt bin ich hier gespannt. Zuallererst schaue ich eh, dass ich ins BIOS reinkomme. Hi. Aber hallo. Sieht das nicht geil aus? Richtig, richtig geil. So. F2 fürs BIOS. Hey, ich wollte ins BIOS rein. Oh, new CPU installed, press enter setup. Oh je. Ja, da muss ich mich jetzt abspielen. Jetzt mache ich hier schnell auf und schaue noch, ob ich unten die Dings einstellen kann. Momentan leuchtet sie komplett rot, aber das sehen wir jetzt gleich. So, Seitenteil offen. Und jetzt drückt man hier einfach mal rum. Ah, das ist Helligkeit unten. Hier kann ich die Farben durchschalten. Schön rot, klar. Verschiedene Effekte. Genau das wollte ich.
dass er unten drin eben pulsiert. Da haben wir stehen, Ryzen 9 5950X 16 Kerner. Gut, jetzt hat sich das komplette BIOS wieder resettet. Jetzt kann ich wieder anfangen, alles neu einzustellen. Aber ich denke, das kriege ich auch noch auf die Reihe. So. So, DDR4 3600 passt ja soweit. Oh Mann, hey. Naja, ich spiele mich jetzt ab, stell mir mein BIOS wieder ein. Jetzt brauche ich, dass er die Dings findet. So. Gut. Dann spiele ich mich jetzt ab und wenn er dann läuft, hole ich euch wieder dazu. So Leute, soweit läuft alles. Ich werde jetzt hier dieses Video, was ich zuletzt hochgeladen habe, wo ich mich da auch ein bisschen über die Preise aufgeregt habe, nochmal umrödeln, einfach um zu sehen, wie schnell ich da jetzt bin, im Gegensatz zum alten Prozessor. Hochgetaktet ist da jetzt im Moment gar nichts. Datei, Film exportieren, etc. pp. Naja, ich werde es euch auf alle Fälle hinterher sagen. Leute, wir haben es jetzt 4. Ich gehe jetzt ins Bett. Wir machen das Video dann morgen. Also wenn ich wieder aufgewacht bin, aufgestanden bin, dann machen wir das Video fertig. Ja, ich bin jetzt erstmal weg. Ja, Freunde, ich bin wieder unter den Lebenden. Haufen Kaffee bis jetzt. Ein ordentliches Nutella-Toastbrot mit schön Butter unten drin. Ja, das muss erwähnt werden. Und ja, es geht weiter. Oder es ist schon weitergegangen. Gestern Abend, ich war einfach nur noch tot. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe den R20-Test, Benchmark-Test durchlaufen lassen. Im Single-Core hat er 622 Punkte gebracht und im Multicore 9567 Punkte. Ich habe eigentlich auf ein paar Punkte mehr gehofft, aber vielleicht liegt es noch an den BIOS-Einstellungen. Da muss man noch gucken. Wobei ich sagen muss, dieses Mainboard, dieses B550F, ich habe nichts gefunden, wo mir irgendwo die BIOS-Einstellung ordentlich erklärt werden. Mit meinen MSI-Boards, da habe ich mich damals reingefuchst, reingearbeitet, da habe ich mich relativ gut in den BIOS ausgekannt. Aber jetzt mit dem Asus BIOS habe ich so meine Probleme. Wer da vielleicht irgendwo was hat, in Deutsch wohlgemerkt, wo einen das BIOS erklärt, der kann man das gerne unten in die Kommentare reinposten. Ja,
Dann habe ich noch mein Testvideo umgerödelt. Das hat mit einem alten Prozessor, mit einem 3700er, hat es 28 Minuten 43 gebraucht. Und jetzt mit den 5950X hat es noch 19 Minuten und 49 gebraucht. Ja, also kann man sagen, 9 Minuten schneller. Ne, 10 Minuten. Ne, 9 Minuten. Ja, so 9 Minuten schneller für das Video. Ich habe mal ehrlich gesagt ein klein bisschen mehr erhofft. Vielleicht liegt es noch an den Optimierungen. Vielleicht irgendwann, wenn noch BIOS-Updates da sind. Ist zwar jetzt auf den neuesten und ja, vielleicht wird es dann noch schneller. Was mir aufgefallen ist, der Prozessor greift beim Rendern auf weniger Arbeitsspeicher zu als der alte Prozessor. Hm, wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Aber soweit habe ich es jetzt einmal durch. Bin ich zufrieden. Klar, könnte alles besser sein. Ja, was soll ich noch viel dazu sagen? Irgendwann eventuell dann eben noch die zweite M2 SSD, die schnellere. Und Katz, du springst hier jetzt nicht wieder über meine Tastatur. Hau ab. Und irgendwann einmal, wirklich irgendwann einmal, frühestens Ende 2021, Anfang 2022, ja, dann noch ein Grafikkarten-Update. Aber wie gesagt, momentan sehe ich das absolut nicht ein. Gibt es sonst jetzt noch irgendwas dazu zu sagen? Nee, eigentlich nicht. Ich werde dann das Video bearbeiten, raushauen. Und ja, jetzt werde ich erst einmal zum Shoppen fahren. Und dann höchstwahrscheinlich wirklich wieder heute ein Küchenvideo machen. Tja, hilft ja nichts. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Hasta la vista und tschüss.